So, weiter geht's mit dem zweiten Teil und damit geht's in Brandsage heute rund. Und zwar mit dem Classic Touring Cup. Zwei Runden, 3,96 Kilometer. Und wir wollen natürlich wieder einmal gewinnen und wir sitzen in einem BMW M3, der uns zur Verfügung gestellt wird. Um dieses Rennen hier hoffentlich zu gewinnen. So, 14 Rang ist der Startplatz und das wollen wir natürlich in Richtung nach vorne verbessern. Eine Alpha, ein Volvo, den ich hier links vor mir habe. Kann das sein? Nein, das ist Scheiße. Das kostet der für Position. Das ist schon wieder drin in dem Feld. Ah, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen nach vorne arbeiten. Ich versuche mich jetzt ein bisschen reinzuarbeiten. So, bis hier war ich schon mal. Für den Volvo, der gibt ja relativ viel Windschatten. Das heißt, wir können ja ohne Probleme auf der Langgeraden wahrscheinlich. Weißt du, wenn er uns nicht wegdrängt? Ne, so doch nicht. Wieder in den Top 10. Wobei in dem Escort hier. Dann vorbei auf P7. Oh, da fliegt ein Teil. Ausweichen und vorbei. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Sechser momentan. Wir wollen natürlich das Ding gewinnen. Klar. Vorbei in Führung. Ich wollte ein bisschen rausdrängen, wenn mein Teamkollege ihn vorbeikommt, weil der nämlich dritter war. Und dann kommt. Ist aber jetzt auf 4 abgerutscht. So, dann haben wir das Ding auch geholt. Jupp. So, haben wir das auch gewonnen. So, dann sind wir auch hier schon wieder für durch für heute. Es geht dann morgen weiter mit dem nächsten Teil. Was haben wir denn gleich, was uns erwartet? Da müssen wir nämlich auch nochmal gleich reingucken.
So, springen wir mal kurz die Alpha, die da noch mit drinchen. Zwei Stück waren nämlich an der Zahl dabei. Gut, und dann sind wir jetzt durch. Und mit dem Classic Touring Cup aus Zhejiang sehen wir uns dann morgen wieder.